Wahnsinn, das war toll. Darauf kannst du wetten und es hat echt Spaß gemacht. Das haben wir nur dir und Tenten zu verdanken. Nein, Dank, mein Dank ist euch gewiss. Ja, ich bin sehr froh, dass ich euch angesprochen habe. Mission erfüllt! Auftrag erfüllt. Schön, 3000 Rio und 2 Diamanten erhalten, Alter. Und Tenten haben wir auch mal eins erhöhen können. Freude. Schön. Mal sehen, wo ist Sakura? Nein, wir wollen nicht zu Sakura, wir wollen noch... oh, Hinata! Naruto, ich werde immer auf deiner Seite sein. Es tut mir leid, das ist alles... Ficken! Kann ich jetzt hier rein? Ja, ich kann hier rein. Wir werden mal ein paar Blumensträucher kaufen. Und gucken, wie viele... Hallo! Guten Tag, wir bieten eine große Auswahl an Blumen. Yamanaka Blumenladen-Info. Blumen bei Yamanaka. Blumen kannst du im Yamanaka Blumenladen kaufen und als Geschenk-Items benutzen. Hübsche Blumensträucher sind besonders bei Mädchen beliebt. Kaufen! Wir dödeln uns einfach mal. Hier, wir haben... Wie viel kosten das? Ah ja, 20... 10.000 Rio. 20 kosten also 200.000 Rio. Wir haben 557.000. Ah, wir machen mal... Komm, wir machen mal 10. Kann ich mit dir sprechen jetzt? Das ist der. Dir kann ich keine geben. Okay. Ja, tschüss. Weil ich habe nämlich vor 2 Personen. Naruto, ich werde immer. Das ist ein super Geschenk für Hinata. Hinata, was? Was? Ach, wirklich? Ich. Ein Geschenk für mich? Von Naruto? Ich weiß nicht, was ich. Ich meine, wie kann ich. Das ist so. Danke. Ich werde das immer in Ehren halten. Weil, wenn du nämlich rausgehst und eigene Abenteuer bestehst, kannst du ein ganzes Team zusammenstellen aus 2 Leuten, 2 weiteren. Und je höher diese Herzen natürlich sind, desto besser sind sie halt auch im Kampf mit dir. Und 2 Personen werde ich jetzt aufpimpen, weil die mir recht sympathisch sind im Kampf. Das ist einmal die gute Hinata hier. Von Sakura halte ich gar nichts. So, Hinata ist vollkommen aufgepimpt. Ich frag mich, wo ich Ninja... Hey! Wie ich schon vor 3 Jahren sagte, du hast bessere Augen als ich. Mit Augen wie du sie hast, musst du die Spitze übernehmen und ich gebe dir Deckung. Ah, da hinten haben wir einen Auftrag. Hehe! Es wird Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Bitte, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn meine Erfindung fertig ist, wird sie bestimmt Geld einbringen. Hey, was habt ihr denn für ein Problem? Hä? Der Witzbold meint, er müsste mir seine Schulden nicht zurückzahlen. Nein, nein, nein. Ich sage dir doch, wenn sie fertig ist, verdiene ich eine Menge Geld damit. Das sagst du jedes Mal. Weißt du, wie viel du mir schon schuldest, hä? Ehrenwerter Ninja, ich wollte dich fragen, ob... Hä? Erzähl mir nicht, dass du... Doch, ich wüsste gern, ob du das Geld für mich zurückzahlen würdest. Es sind nur 5000 Rio. Bitte, Ehrenwerter Ninja. Mein Freund, alter Kumpel, bitte. Ja, nehme ich. Oh Mann. Warum werde ich immer nur wieder in so einen Mist hineingezogen? Ich will nicht, dass sich die Gemüter hier noch weiter erhitzen. Da hilft wohl nichts. Hä? Oh, klasse! Du gibst dem Geldverleiher 5000 Rio. Jetzt sind wir wohl quitt. Ehrenwerter Ninja, du bist wirklich sehr großherzig. Ich habe das Geld für dich ausgelegt, also kümmere dich darum, dass deine Erfindung auch wirklich funktioniert. Ja, natürlich! Oh, ich werde dir deinen Hilfsbereitschaft nie vergessen. Ob der Typ wohl ganz dicht ist? So, wir haben 2 Kristallkugeln dafür erhalten. Schön. Speichern. Okay, wo kann ich denn Ninja-Nachschlagewerkzeug kaufen? Da müssen wir jetzt mal gerade gucken.
So, das ist die Weltkarte. Hoppala. Ninnin Kartenladen, Bandai Warenhaus, Hagakure Itemlager, Laden. Nachrichtenstation, Okage, Yamanako, Kloßküche, Iraku, Kanoa, Grill, Amagurayama. Das heißt, entweder da oder da. Und es befindet sich eins weiter dort rein. Das befindet sich um diese Ecke hier. Gut, dann gehen wir erst hier gucken. Ich brauche noch ein paar Ninja-Nachschlagewerke. Schönen Tag! Okay, hier kann ich die Gemälde kaufen. Das wollte ich nicht. Arigato! Und tschüss. Das heißt, wir müssen in den anderen Laden gegenüber hinlaufen. Bringt nichts anderes. Wer, ich spreche jetzt Sakura darauf noch gleichzeitig an. Nein, ich will doch nicht! Ah. Ich wollte aber noch nicht. Nein, stopp! Naruto, Sakura. Ficken! Ich will aber noch nicht. Ich wollte doch hier ein paar Puppen schon mal einsammeln gehen jetzt. Ihr werdet schon mal sehen. Kaufen. Ninjutsu Nachschlagewerk. Da kaufen wir uns auch mal 10 Stück. Mehr brauche ich nicht. Achso, ich würde mal ein bisschen gerne was verkaufen wieder. Sonst bin ich irgendwann wieder vollgeschleppt. Verkaufen. Leere Flasche. Brauche ich nicht. Wunderschönen Blumenstrauß muss ich behalten. Ninjutsu. Alte Münze. Eine alte Münze. Heute ist sie zu nichts mehr gut. Urban, eine alte Urban-Mütze. Diese Mütze sind keine Zahlungsmittel mehr. Ja, weg damit. Kristallkugel, eine höchst hochglanzpolierte Kristallkugel aus Glas. Brauchen wir nicht mehr. Harzsam. Harter Schale. Schöne Sache. Formspenderkraut. Das ist mein Körper steht. Verleiht, wenn du es reißt, der viel Stärke verleiht. Ein Samenkorn. Geraubt. Brauche ich nicht. Ein altes abgenutztes Kunai. Unnötig. Altgedientes Kunai. Brauche ich auch nicht. Kleberharz. Unnötig. Zack, weg damit. Schwarzes Gold. Ein gewöhnlicher Stein von durchschnittlicher Härte. Weg damit. Diamanten. Unglaublich wert. Unglaublich wertvoll. 580 Rio. Berstblitz. Berstpilz. Ein gefährlicher Pilz. Vorsichtig. Weg damit. Ninja-Pillen. Ninja-Zeichen. Ein Zeichen, das von Ninjas benutzt werden soll. Brauche ich auch nicht. Hohle Nuss. Brauche ich nicht. Ein völlig klarer, reiner Wassertropfen. Schön. Grobtinte. Schlecht zubereitete Tinte. Einfache Tinte. Wundertinte. Gewöhnliches Öl von Kröten. Eine Zwiebel zum Heulen lecker. Oh, Scheiße. Zum Heulen lecker. Bdumps. Eine super nahrhafte Paprikaschote. Brauche ich nicht. Pikanter Pilz. Auch nicht. Vielleicht denn noch Honig. Nein, was soll denn das?
Wasabi. Honig. So, weg damit. Danke. Ja, du mir auch. So. Jetzt gehen wir zu der anderen Person, die ich gerne immer auf meinen eigenen Reisen mitnehmen möchte. Um halt andere zu bekämpfen. Bekämpfen! Zwar ganz eine ganz bestimmte Person, die wir heute auch schon getroffen haben. Weil ich finde, die halt vom Kampfstil immer noch am besten sind. Du bist Shino. Den meinte ich aber nicht. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Der ist doch hier sein oder nicht? Konoha Shunin. Sah aus gerade wie Konoha Shikamaru. Aber wo ist er denn? Das ist er nicht. Halt! Sah gerade aus wie Sasuke. Hier ist er nicht. Der war doch eben gerade hier. Das Hinata. Das Neji. Das war nicht meine Absicht. Neulich habe ich ein kleines Kätzchen gefunden, das verletzt war. Eine wunderschöne Frau hat dafür gesorgt, dass es ihm bald besser ging. Wenn ich groß bin, möchte ich genauso werden wie sie. Schön, schön. Wo bist du denn? Komm her, Pfiffi. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie ich meine? Da ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Kai-Sensei! Alter! Ho, ho, ho! Wenn ihr eure Ziele nicht mehr erfüllen könnt, braucht ihr mehr Training. Verbessert eure Fähigkeiten, dann könnt ihr alles erreichen. Ich garantiere es. Arbeitet hart genug, dann wird alles möglich. Gutes Geschenk für ihn. Bitteschön. Ein Geschenk für mich? Unfassbar! Wunderbar! Ich danke dir für die freundliche Geste. Jetzt fühle ich mich sogar noch heißblütiger als zuvor. Yay, Freude. Aber dich will ich auch nicht. Hier bist du nicht, wo ist er denn? Ich finde ihn gerade nicht. Scheibenkleister, okay, ist egal. Wenn ich jetzt weitergehe, dann werde ich wahrscheinlich der Story weiter folgen. Das wollte ich jetzt herzlich wenig. Ich wollte jetzt die beiden Ninjas wenigstens am Trainingslager. Wollte ich jetzt die verfluchten Puppen holen. Vielleicht finden wir noch auf dem Weg dorthin, ne? Also im Endeffekt müsst ihr eigentlich schon wissen. Wir laufen an Choji vorbei. Wir laufen an Shino vorbei. Wir laufen an Ikamaru-Konzept hier vorbei. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Na, hier sehe ich ihn auch nicht. Konohamaru wird dir mit jedem Tag ähnlicher und darauf kannst du stolz sein. Außer diese Sache mit der erotischen Kampfkunst. Die muss er noch mehr das ist viel zu vulgär für einen Jungen seines Alters. Arschloch. Okay. Trainingslager hat er gesagt, ne? Dann gehen wir noch mal. Tontons Perle erhalten! Yay! Ey, ich habe eine Perle gefunden! Schönes Ding! Wer bist du denn?